Hallo Paluten. Hallo. Ich habe eine Frage. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky. Und heute möchte ich es endlich mal machen, ne? Ja, den Verzauberungstisch endlich, ne? Ich weiß jetzt, wie man Bücher macht und ja, das brauchen wir später. Ne, brauchen wir doch nicht mehr. Wir haben das Obsidian. Und zwar mit diesem Rezept, dank euren Kommentaren, die ihr immer da lasst. Und im Livestream heute Abend werden wir anfangen, hier noch mehr Schnee zu farmen für die Eismauer, da der Norden ja neu aufersteht, Leute. Und ich möchte hier irgendwo auf jeden Fall eine TNT-Kanone positionieren. Ja, was ist das? Hä, was ist das? Hä? Hä? Silberfischangriff. Ich soll mich mal in Ruhe lassen. Ich wollte jetzt erstmal, pass auf, String holen. Papier habe ich ja schon. Und Holz. Wie sieht es mit Holz aus? Ich habe doch bestimmt irgendwo noch einen String gammeln. Leute, komm, String hat man immer irgendwo gammeln. Da brauche ich 1, 2, 3, 4. Ne, ich glaube, wir brauchen so viele nicht. Aber wir brauchen ein bisschen Holz. Und wir haben String, das ist nice. Und wir haben unser Zuckerrohr auf jeden Fall. Nur wo? Da habe ich noch mehr davon. Sehr schön, okay. Dann gehen wir mal ganz kurz nochmal Holz holen. Beziehungsweise wir kloppen einfach mal den Ast da weg. Und dann können wir uns das Buch machen. Und dann müssen wir ganz fix hingehen, Leute. Und, ja, das Dingens machen. So, Moment, wie war das? Zack, zack. Und zack, zack. So, jetzt haben wir die Patterns. Und jetzt machen wir mal fixes Papier. Zack, zack. Und dann machen wir nämlich so und so und so. Und da haben wir unser Buch auf jeden Fall beisammen, Leute. Jetzt fehlt uns allerdings noch Diamant. Und deswegen gehen wir ganz fix mal hin und machen Folgendes mit dem Gravel. Mit dem restlichen Stein, den wir hier haben. So. Den zermalmen wir zu Gravel. Und ja, dann haben wir einen Verzauberungstisch. Also bald. Also ich brauche nur noch zwei Diamanten und das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Der Chicken God zeugt wieder seine Kinder. Und dann ist alles gut, ne? So, oh, habt ihr es wieder gehört? Es lässt Geräusche von sich. Und ich hoffe, dass da die Chicken daherkommen, ne? Auf jeden Fall heute Abend. Ja. Nein! Es ist gestorben! Nein! Mist! Es war eine Mistgeburt. Oh. Das. Ja, habe ich jetzt einfach so gesagt, ich weiß. Gut, sollte man vielleicht nicht so sagen, aber okay, gut. Oh, ich höre einen Enderman. So, und das lassen wir hier schön durch. Kommt Diamant, komm. Nein, schade, kein Diamant. Komm. So, oh Mann. Verdammt, okay. Könnte etwas dauern jetzt, da was rauszubekommen. Aber ich kann ja auch hingehen, Leute. Ich habe jetzt genug. Warte mal, Sticks brauche ich ein bisschen mehr jetzt. Nochmal zwei immer für alles. Use, kann man das auch zurückcraften? Oh ja, kann man tatsächlich. Das ist auch gut. Dann mache ich nämlich jetzt so. Passt auf, wir gehen hin. Machen uns daraus und daraus. Pass auf. Immer zack und zack und zack und zack. Haben wir sieben solche schon mal. Und mir fehlt noch mehr Eisen. Deswegen gehen wir jetzt mal fix hin. Und oh, hab ich kein Eisen mehr. Eisenohr, Aluminiumohr. Geil. Wir haben kein Eisen mehr, so wirklich. Powdered. Nickel, Gold. Hier ist Iron Ore. Okay, gut. Das ist schon mal okay. So, daraus kriegen wir auf jeden Fall Iron Ore Dust hin. Das machen wir jetzt erstmal noch. Und den Rest schmelzen wir trotzdem erstmal ein hier. So, und habe ich da. Ach, da habe ich noch Eisen drin. Och. Och, Rettung. Rettung. Sonst hätte ich das jetzt extra farmen müssen. Mann. So. Uiuiuiuiuiui. So, dann warten wir kurz. Dann haben wir hier wieder einen Eisenblock und dann kriegen wir das wieder zustande. So, da hinten hüpft irgendeiner rum. Ich glaube, das ist Castcrafter. Und jetzt haben wir hier das auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2. Moment. Muss ich das kurz auflösen. Zack, zack. Und 1, 2, 1, 2. So, das müsste. Was machst du? Zack, zack. Und zack, so, dann kommt das da nämlich hier rein, das da rein. Dann machen wir uns den Mega-Hammer. Und ja, im Livestream möchte ich mich auch darum kümmern, dass uns da oben jetzt, dass da Strom hinkommt. Und das ist jetzt schon mal sehr gut, was ich hier gemacht habe. Wir holen uns ganz fix einfach mal hier einen Stack raus. So.
machen den Stack zu compressed. Dingsens bumsens. So. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal viermal, siebenmal das da. Und da kriegen wir auf jeden Fall unsere Diamanten zusammen. Leute, das funktioniert dann blendend, würde ich mal behaupten, wenn wir das alles zusammen haben. Zwei Diamanten fehlen, dann haben wir es auf jeden Fall. Und dann ist alles gut, ne? Wenn wir das haben, dann bin ich erstmal glücklich. Und das geht mit dem Eisen hier auf jeden Fall erstmal schneller als mit dem Chicken Stick. Und ja, dann können wir auch schon anfangen, heute vielleicht eben halt im Stream die Eismauer an, zu bauen. Ich glaube, ich mache da gleich mal so eine Art Grenze. Und kann ja dann hier mal, ich baue hier direkt vor mein Haus, baue ich die Eismauer. Direkt hier hin. Und dann so um Castcraft das Dingsbums herum. Das wäre witzig. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, wie genau ich das mache. Aber kriegen wir auf jeden Fall gebacken, denke ich mal. Und jetzt bitte Diamanten, kommt Leute. Oh, ups. So, drück mal die Daumen. Diamanten, 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 Diamanten. Oh Mann. Komm, 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 komm. Diamanten, muss doch irgendwo ein Diamant dabei sein, Mensch. Oder Redstone zum Beispiel. Diamant, Diamant, Diamant. Ey, das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Da war Lapis dabei, aber kein Diamant. Da, nirgends Diamanten dabei. Was soll denn das? Oh, da, ein Diamant. Wow, ich bin so stolz auf mich. Wir haben ein Diamant rausbekommen. Nicht so geil, aber da müssen wir nochmal durch, Leute. Irgendwann müssen wir das machen. Und, ich würde halt, also ich mache das halt am liebsten mit euch zusammen. Ich finde das immer blöd, so viel offscreen zu machen. Weil ich einfach, keine Ahnung, ich mag es halt einfach, wenn man so seht, dass die Zuschauer einfach sehen, dass da ein Prozess dahinter steckt und dass es halt viel Arbeit ist, hier in dem Modpack überhaupt was zu schaffen, ne? Ich könnte das alles offscreen machen, aber Leute, dafür habe ich die Zeit nicht, so wie andere YouTuber hier, ne? Die haben alle ihre Zeit der Welt. Und, keine Ahnung, die habe ich halt eben nicht. Und ich will nicht alles hier für Farmen offscreen, ja, draufgehen lassen, sage ich mal. Und möchte das lieber einfach in Folgen verpacken, weil ich da auch immer dann mit euch reden kann und so. Ihr könnt ja mal eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Denkt dran, ich lese jedes Kommentar. Und jetzt drückt mir mal die Daumen, dass da jetzt nochmal was rauskommt hier. So. Komm, komm, komm. Da geht noch was. Da geht noch. Oh, falscher Sieb. So. Aber da geht noch was. Komm, ein Diamant. Komm. Was war das? Was war das Grüne? Wir gucken uns das gleich mal an. Da war, glaube ich, ein Diamant dabei. Komm, 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 komm. Let's go, let's go. So. Und wir müssten vielleicht mal eine Monsterfarm irgendwie anfangen zu bauen. Das wäre auch nice, glaube ich. So, komm. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Schon wieder kein Diamant. Aber Hauptsache ein Emerald. Hauptsache das, ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich, möchte ich jetzt mal behaupten. Aber was ich mich frage, Leute, kann man das eigentlich zurück... Was ist das da? Achso, Rod of Hell. Kann man das zurückcraften auf, als, Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Als Blaze Rod. Was ist denn das da? Magnetic, bla bla bla. Ich würde nämlich gerne einen Verzauberungstisch bauen. Ja, schade. Da brauche ich eine Blaze Rod komplett, aber die habe ich leider nicht am Start. Mir fehlt ein verdammter Diamant. Ein verdammter Diamant, Leute. So, zack, zack. Und ja, dann gucken wir, dass wir das jetzt noch schnell hinkriegen in der Folge. Ich wäre mir selbst sehr dankbar. So, und... So, 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 so. Und ja, let's go. Auf geht's. Verzauberungstisch. Wir kriegen das hin. Glaub an dich. So. Was ich euch noch übrigens zeigen wollte, ist gleich Denas Haus. Der hat nämlich eine tickende Zeitbombe gebaut. Und es ist mega gefährlich. Der hat... Ja, ich zeig's euch gleich, Leute. Ja, das ist wirklich eine Zeitbombe. Dena, ja, wenn der mal nicht on ist und da was hochgeht, dann geht alles hoch, Leute. Sage ich euch. Glaube ich zumindest. Wir gucken uns das auf jeden Fall gleich an. Also bleibt mit am Start, ne? So, zack, zack, zack. Buddeln wir das dann nochmal durch. Komm, Diamanten. Ja, da war ein Diamant dabei. Geil. Okay, wir haben unseren Verzauberungstisch. Nice, nice, nice. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann haben wir das. Sehr schön, wir haben den Verzauberungstisch. Und den pflanze ich erstmal einfach... Ja, nirgends hin. Erstmal einfach hier hin.
Weil das ist noch das alte Verzaubern, ne? Da brauche ich nicht so viel. Also, was heißt nicht so? Da brauche ich keinen Lapis. Guck mal, das hier kann ich auf Level 2 verzaubern und hab Unbreaking. Yay! Also, nur als Beispiel. Wenn ich da jetzt. Da will ich viele Bücherregale hinbekommen, ne? Da brauche ich einiges dazu. Leder wäre natürlich am einfachsten, aber. Warte mal, wir gehen mal zu Paluten kurz und fragen, ne? Ob der viel Mana hat oder so, dass ich das dann in Leder umwandeln könnte. Einfach nur fragen. So. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Die wohnen ja da hinten, ne? So. Wenn nicht, dann baue ich mir schnell selbst sowas. Aber ich frag mal. So. Oh, da ist Paluten. Hallo, Paluten. Hallo. Ich habe eine Frage. Die lautet? Ihr macht doch Botania, richtig? Ja. Darf ich da vielleicht ein paar Gehirne in Leder umwandeln? Kannst du machen, ja. Aber das Problem ist, dass wir leider nicht so viel Mana haben. Alles klar. Kann ich eins umwandeln? Ja, klar. Okay, dankeschön. Der Mana-Ding ist da oben. Warte, ich zeig's dir. So, wo will der Paluten mich hinführen? Wo ist das? So. Komm mal hier zu mir. Hallo. Und dann einfach hier in den Bottich. Ah, okay. Vielen Dank. Oh, ist wirklich wenig hat Mana, kann das sein? Warte, ich guck mal ganz kurz. Zu wenig Mana. Müssen wir irgendwas kurz mal da reinfeuern? Eine Sekunde. Ich hab Kohle dabei. Achso, ja, dann genau, einfach nur reinfeuern. So. Aha. Sehr geil. Aber hätte nicht gedacht, dass es so viel braucht. Und zwar, das Problem ist, da ist genügend Mana drin. Man braucht allerdings, warte. Ein Alchemie-Katalysator, der müsste da normalerweise zwischengeschaltet sein oder so. Das Problem ist, ich habe keine Enderpearl und kann den nicht craften, deshalb geht das noch nicht. Also glaubst du, dass es so nicht geht, aber trotzdem ja, geht? Ja, weil da steht bei dem Rezept, wenn du da mal guckst, bei Leder und dann R drauf drückst, um dann zu diesem Ding zu gehen, wo dieses Botania-Rezept ist, da steht halt dieser Katalysator. Ach so. Ach so, ja, dann lasse ich das erstmal so. Weil, ja, ich will da jetzt nicht irgendwie. Am besten gehst du einfach auf die Suche nach ein paar Kühen oder so. Irgendjemand muss ja da die Buddies, die haben Kühe en masse. Ja, mach ich. Vielen Dank trotzdem, ich werfe dir noch ein paar Kohle hier rein. Dankeschön. Bitteschön und tschüss. Tschüss. So, okay, dann hat es wohl nicht so ganz funktioniert. Ich dachte, die hätten viel, viel mehr Mana. Also wirklich viel Mana. Deswegen hätte ich gedacht, gut, die sind so weit, da mache ich das. Aber gut, dann mache ich das lieber nicht, weil ich denen nicht alles weggammeln möchte. Von daher, ja, gucken wir mal bei den Buddies, wie viele Kühe haben die. Weil ich hätte halt schon gern so ein paar Bücherregale. Und, ja. Ne? Gucken wir mal kurz, wo haben die hier Stuff? Haben die hier irgendwo Kühe? Anscheinend nicht. So. Oh doch, da hier. Na, okay, die Buddies, die haben viel Kühe. Ja, aber die werde ich mir jetzt nicht schnappen. Das wäre, ich weiß nicht, da habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt einfach hingehe und mir das Zeug alles snack. Das will ich nicht. So, aber dann gehen wir hin und überlegen uns was anderes. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im Stream heute Abend. Hoffe ich, dass ihr da mit dabei seid. Und ja, gut, das hat leider nicht so geklappt. Und was ich euch noch zeigen wollte, die tickende Zeitbombe. Guckt mal da rein. Den hat er TNT drin und obendrauf spawnen Monster. Ah ne, er hat's ausgeleuchtet. Also... Ja, auf jeden Fall sind da heute Morgen noch Monster drauf gespawnt und es hätte ganz schön nach hinten losgehen können.
Und ja. Leider, ne? Okay, gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, Leute, das war's mit der Folge. Ich fahre wieder ein bisschen Schnee und dann gucken wir, dass wir ein bisschen Eis hinbekommen, Leute. Weil ich hätte auch gern Eis für die Eismauer. Und ciao, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Macht's gut, bis dann. Euer Basti zockt.